ein bienenmäßiger Spaß. Das ist sowas von abgefahren. Sehr schön. Ja, so sieht eine richtige Königin aus. Edel, klug, schön und genial. Na, kein Wunder. Schließlich ist sie mit mir verwandt. Ich gebe sie nur ungern her. Danke, Onkelchen. Du hast ja so recht. Und jetzt rauf auf den Thron. Komm schon. Puh. So, das hätten wir. Trotzdem hänge ich immer noch hier im Sonnentau fest. Was mache ich bloß? Wissen Sie, Frau Cassandra, Natalie scheucht alle nur herum. Die Königin muss so schnell wie möglich zurückkommen. Willi! Willi! Komm, die Königin hat eine tolle Idee. Du bist ab sofort mein Freund und nur mein Freund. Hast du verstanden? Bleib du hier und ich fliege raus und suche so schnell wie möglich die Königin. Ich will aber nicht ihr Freund sein, Maya. Das ist Natalie egal. Frau Königin! Majestät! Was ist denn hier los? Strecken und locker lassen. Ja. Ja. Bravo, bravo, bravo. Weiter, ja. Ja, weiter. Strike! Maya, wo ist die Königin? Ich habe sie nicht gefunden, Frau Cassandra. Aber ich habe überall nach ihr gesucht. Maya, da bist du ja. Ich hatte gar keinen so schlechten Tag mit der neuen Königin. Die kennt eine Menge lustiger Spiele. Das hat Spaß gemacht. Ich weiß, ich hab's gesehen. Draußen spielen sie auch alle. Mhm. Gelee Royal, Majestät. Irre absurd. Willi, sofort herkommen. Die Königin braucht einen königlichen Vorkoster. Mach den Mund auf. Gelee Royal, phänomenal. Bäh, Igitt, das schmeckt ja scheußlich. Du bist ein schlechter Vorkoster. Der Haps war zu klein. Ich muss noch mal kosten. Aber mehr. Bäh. Oh, schade drum. Ich will was anderes. Ich